Liebe Teilnehmer am Karriereforum, es freut mich tatsächlich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Wir sind ja als Kulturschaffende, als Referenten, die wir auf der Bühne stehen, tatsächlich derzeit eher selten genau dort zu finden. Und deswegen ist es für mich immer eine willkommene Gelegenheit, wenn ich tatsächlich mal die Chance bekomme, auf der Bühne zu stehen. Und tatsächlich sollte ich heute etwas erzählen, und zwar über das, was mich in meinem Leben nach vorne gebracht hat, wo ich Dinge in meinem Leben zu Wege gebracht habe, wo ich einfach versucht habe, das Beste aus dem zu machen, was mir mitgegeben wurde. Und ihr kennt mich vielleicht so, was ich bin, Alexander Huber, Bergsteiger. Ja, man hat aber vielleicht auch relativ wenig Vorstellungen, was uns in dieser Welt der Berge bewegt. Tatsächlich, kann ich schon mal zusammenfassen, lebe ich gar nicht vom Bergsteigen. So gesehen bin ich nicht einmal ein Bergsteiger-Profi, weil ich tatsächlich gute 80% meines Einkommens auf der Bühne generiere. Und deswegen muss man halt auch sagen, ist dieses ganze Leben als Bergsteiger doch auch einen starken Wandel unterworfen. Wenn man zum Beispiel hier sieht, hier ist eine Internetadresse www.huberburm.de. Das war so Mitte der 90er, da habe ich noch am Lehrstuhl für theoretische Physik in München gearbeitet, habe sehr früh einen Zugang zu dem World Wide Web bekommen. Damals schon die Idee entstanden, sowas braucht man. Und dann glaubt man, man hat das alles etabliert, und dann merkt man, naja, dann kommt auf einmal sowas wie Facebook. Ja gut, dann hat man Facebook, macht man halt das Nächste. Und dann hat man ein paar Jahre das Facebook gepflegt, und dann merkt man schon wieder, Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Das heißt, jetzt muss man sich mehr dem Instagrammen widmen. Und da kann man eines feststellen, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das gilt nicht nur für die Welt in der Wirtschaft draußen, für die Welt des gesellschaftlichen Lebens, das gilt genauso für die Bergsteigerei. Und warum ich heute hier stehe, hat sicher auch damit zu tun, dass ich es eben sehr weit gebracht habe im Bergsteigen, wobei das eben auch nur ein kleiner Teil ist, weil wenn ich draußen am Berg unterwegs bin, da sieht mich sowieso keiner. Und warum ich heute hier zum Beispiel geladen bin, hat ja viel auch damit zu tun, dass ich es über die Zeit geschafft habe, in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu werden. Und da kann man natürlich sagen, mei, mit dem Kinofilm am Limit, man hat gewisse Talkshows, wo man teilnimmt. Aber so richtigen durchschlagenden Erfolg haben wir natürlich gehabt, als wir seinerzeit, und das war zwischen 2009 und 2014, praktisch täglich im Fernsehen zu sehen waren. Und da spreche ich von einer ganz bestimmten Werbung. Du hast doch den Schlüssel. Ich sicher nicht. Gibt's nicht. Hast du ganz schön lang gebraucht für ein Speedkletterer. Mir ist aber was dazwischen gekommen. Magst du auch meine? Ja. Zum Kühlschrank geht's da lang. Ja, super. Ja, ich glaube, da kann man sicher sagen, das war mal eine Werbung, wo tatsächlich die Werbung selbst besser war als das Produkt. Ich denke, da wird ein ganz anderer Kontext zu sehen sein im Zusammenhang mit den Salzburger Nachrichten. Da ist Qualität gefragt. Die war jetzt vielleicht hier weniger in der Mischschnitte selber zu finden, aber eben in der Werbung. Es hat uns natürlich sehr bekannt gemacht, so dass man sagen kann, naja, das war vielleicht der Durchbruch von uns Bergsteiger, als Bergsteiger, wobei ich sagen muss, nein, ist es im Endeffekt nicht, weil es letztendlich auch nur ein letzter Schritt von einem ganz langen Prozess ist. Genauso wenig wie wir als Bergsteiger geboren werden, sind wir nicht sofort mit einem Mal berühmte Persönlichkeiten, sondern das Ganze hat einen langen Weg. Und der Ausgangspunkt ist natürlich wie für uns alle, wir werden in diese Welt hineingeboren. Und warum sind bei uns die Voraussetzungen, in die Welt der Berge zu gehen, so gut gewesen? Ja, weil wir am Fuß der Alpen groß geworden sind, im Chiemgau, der Wilde Kaiser, die Berchtesgadener Alpen, immer schon unsere Bergheimat. Unsere Eltern haben uns einfach bereits in frühester Kindheit in diese Welt der Berge gebracht. Unser Vater als Lehrmeister hat uns dabei nicht nur das Klettern selbst beigebracht, sondern auch die richtige Philosophie vermittelt.
Es ist nicht der Berg, den man bezwingt, sondern das eigene Ich. Das war immer schon sein Credo, das er uns mitgegeben hat. Das heißt, ich darf auf gar keinen Fall den Berg als Feind betrachten. Weil wenn ich versuche, den Berg zu bekämpfen, dann kann ich diesen Kampf nur verlieren. Der Berg ist letztendlich von der Dimension her übermächtig und tatsächlich ist es dem Berg auch völlig egal, ob wir an ihm steigen oder nicht. Das heißt, es geht am Ende des Tages nur darum, dass ich ein schönes Erlebnis mit von dem Berg mit nach Hause bringe. Und ich denke, das ist ihm sehr wichtig, dass man einen guten Schritt in die Bergwelt macht. Und da kann ich sicher sagen, hat unser Vater die besten Grundlagen dafür gelegt. So dass mein Bruder Thomas und ich eine gute Seilschaft bilden konnten, bereits seit frühester Kindheit, waren wir eben dann in diesen steilen Wänden unterwegs. Da sehen wir mich bereits so als Jugendlichen bei den ersten richtig schwierigen Kletterrouten. Damals war so das richtig Schwere, der 10. Grad. Da sieht man schon mal, da wären dann die Griffe klein. Was braucht man dann als Kletterer, als gute Voraussetzung, als Talent? Weil einerseits eine gesunde Kraft in die Finger, aber natürlich noch viel mehr darüber hinaus. Man braucht zum Beispiel auch eine gute Klettertechnik, sodass man die Kraft, die man in die Finger entwickeln kann, auch effizient auf die Wand übertragen kann. Und am Ende braucht es natürlich auch Erfahrung und auch eine starke Psyche, um das am Ende durchzusetzen. Und bei diesen Bildern sieht man mich bereits auf einer wichtigen Station in meinem Leben als Kletterer. 1994 bei der Erstbegehung der damals schwierigsten Felsroute der Welt. Die habe ich am Wilden Kaiser erst begangen, also in Tirol. Und das war die erste Route weltweit im oberen 11. Schwierigkeitsgrad. Und das war natürlich ganz eine wichtige Station in meinem Leben. Deswegen habe ich auch einen gewichtigen Namen gewählt, und zwar Weiße Rose. Weiße Rose, auch ein Hinweis, was mich seinerzeit im Leben sonst bewegt hat. Ich habe nämlich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Physik studiert und die Ludwig-Maximilians-Universität liegt wiederum am Geschwister-Scholl-Platz. Und die Geschwister-Scholl haben ja das Herz der Widerstandsgruppe der Weißen Rose gemacht. Und da kann man sagen, was ich damit ausdrücken will, ist nichts anderes als die tiefe Ehrfurcht, die ich vor der Courage dieser Menschen habe. Und kann eben wirklich sagen, eine wichtige Station mit einem gewichtigen Namen. Und warum ist es auch tatsächlich für mich ein besonderer Moment im Leben gewesen? Naja, wenn man sich betrachtet, bis 1994 ist mein Leben relativ geradlinig verlaufen. Das von der Ausbildung her betrachtet. Bin geboren worden, besuchte den Kindergarten, danach Grundschule, dann Gymnasium, die Matura, danach dann das Studium der Physik und tatsächlich kurze Zeit nach der Erstbegehung dieser Weißen Rose hatte ich das Diplomzeugnis als Physiker in der Hand. Und dann hat sich halt bei mir die Frage gestellt, soll ich jetzt weiter auf dieser geraden Ausbildungsstraße unterwegs sein? Habe tatsächlich auch am Lehrstuhl für Theoretische Meteorologie eine Doktorarbeit begonnen, habe aber dann festgestellt, dass es immer schwieriger wird, meine zwei Bereiche zusammenzubringen. Nämlich einerseits Spitzensport zu betreiben, das Bergsteigen, das Klettern zu leben, andererseits aber auch seriös Wissenschaft zu betreiben. Und da merkt man, dass man immer mehr in Konflikte kommt. Und dann war halt für mich die Sachlage schnell da, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Und ich habe mich halt letztendlich, und das wisst ihr selber, für die Welt der Berge entschieden. Und warum? Ganz einfach, weil in mir die Leidenschaft für das Bergsteigen noch einmal viel tiefgründiger war. Und ich bin aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass man immer dann die beste Performance abliefern kann, wenn man seiner Leidenschaft folgt, wenn man für eine Sache brennt. Und das war für mich dann tatsächlich fast so etwas wie eine Befreiung damals. Als ich 1994 endlich in die Welt der Berge aufbrechen konnte. Hier zum Beispiel zu den großen Wänden im Yosemite Valley in Kalifornien. Mein Kletter können nicht nur zu Hause in den Alpen unter Beweis stellen zu können, sondern das auch zu den großen Zielen der Welt zu bringen. Und so wie hier zum Beispiel ein 7000er im Karakorum-Gebirge, eine
3000 Meter hohe Wand. Ja, dieses Kletterkönnen eben auch in die kalte und dünne Luft der großen Höhe zu übertragen, das war damals im Endeffekt mein Ziel. Und das war eben auch meine Art der Herangehensweise, zu versuchen, im Alpinismus neue Horizonte zu öffnen, mit einer gewissen Form von Kreativität, mit einem innovativen Geist die Ziele der Zukunft zu erschließen. Und das geht natürlich eben auch an die ganz großen Bergen der Welt, so wie hier an einen 8000er, der Chooyud, der sechsthöchste Berg der Welt mit 8200 Metern. Na, man muss einfach verstehen, dass die hohen Schwierigkeiten beim Klettern genauso wie die hohen Berge ja, von Bedeutung sind. Und wenn man diese Dinge dann zusammenbringen kann, dann kann man natürlich viele neue Dinge komponieren. Und das war letztendlich der Ansatz, der innovative Ansatz, mit dem wir versucht haben, den Alpinismus vorwärts zu entwickeln. Wenn man mich hier sieht, so am Gipfel dieses 8000ers, dann ist es natürlich schon gigantisch. Man hat auch ein ziemlich gutes Gespür davon, was es bedeutet, so hoch zu sein, sodass die Wolkendecke, die hier auf 5000 Meter liegt, ja schon weit, weit runter ist. Da spürt man intuitiv, dass man höher hinausgestiegen ist als irgendwo sonst. Und deswegen war natürlich auch die Allgemeinheit immer schon ganz besonders vom Interesse her auf diese 8000er fokussiert, wenn es um das Thema Bergsteigen geht. Es hat allerdings auch schon einen Höhepunkt erfahren, diese Aufmerksamkeit für die 8000er. Und das war, als 1986 der Südtiroler Reinhold Messner als erster alle 14 8000er besteigen konnte. Und das war, nachdem er auch als erster den Mount Everest ohne künstlichen Flaschensauerstoff besteigen konnte, ja, so das Highlight im Alpinismus. Eine echte Glanzleistung und andererseits aber interessanterweise auch eine Frage, wie es dann weitergehen sollte mit dem Bergsteigen. Weil, naja, eins war klar, höher hinaus konnte der Bergsteiger eigentlich gar nicht mehr steigen. Und für mich als nachkommende Generation stellte sich bergsteigerisch schon die Frage, ja, wohin sollen wir uns überhaupt noch weiterentwickeln? Und so gab es damals 1986 eine Fachpublikation in einer deutschen Bergsteigerzeitschrift und da hieß es, der Alpinismus ist tot. Und da hat der Journalist, man kann sagen, sich thematisch mit den Alpen auch auseinandergesetzt und hat festgestellt, naja, wenn man jetzt die Berge der Alpen betrachtet, dann sind es natürlich im Vergleich zu den 8000ern ja, richtig in Zwerge. Und es sind ja auch schon alle Berge, alle Wände in den Alpen längst durchstiegen. Ja, wo können hier heute noch Bergsteiger, Kletterer neue Horizonte entdecken? Ist damit tatsächlich nicht der Alpinismus schon tot, weil er sich nicht mehr weiterentwickeln kann? Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier die drei Zinnen in den Dolomiten sehen, dann sind die gerade mal in der Gipfelhöhe 3000 Meter hoch, die Wände nicht höher wie 500 Meter, sind auch alle schon in direktester Linie in den 50er Jahren erstmals durchklettert worden. Und dann könnte man schon denken, naja, hier kann man keinen neuen Horizont mehr entdecken. Hier kann man sich nicht weiterentwickeln. Aber ja, was halt dieser Journalist nicht verstanden hat, dass es beim Bergsteigen heute nicht mehr nur darum geht, was ich mache, sondern auch, wie ich das mache. Und wenn ich hier zum Beispiel an einer Route klettere, die direkte Nordwand der großen Zinne, die bereits vor 60, 70 Jahren erst begangen wurde, so kann ich auch heute noch hier an die absolute Grenze gehen. Weil es nicht nur darum geht, wie ich dass ich darauf klettere, sondern auch, wie ich darauf klettere. Und während die Erstbegeher Ende der 50er Jahren hier mit Haken, Hammer, Steigleitern unterwegs sind, so versteht es die moderne Klettergeneration natürlich, sich sportlich mit dieser Wand zu messen. Wir haben ihn sehr weiterentwickelt. Wir verwenden eben nicht diese Haken, Hammer und Steigleitern zum Klettern, sondern verwenden nur die natürlich vorhandenen Griffe und Tritte. Und wenn ich den Verzicht auf diese künstlichen Hilfsmittel wie Haken, Hammer, Steigleitern aber konsequent zu Ende denke, ja, dann bin ich einfach so unterwegs in dieser Wand. Und da, wo es ja tatsächlich nur dieses eine Band gibt in Wandmitte, wo ich rasten kann, und dann klettere ich wieder weiter, ohne Seil, ohne Sicherung, dann ist einem natürlich schon klar, dass es ein wahrer Marathon ist,
vom Durchhalten und andererseits natürlich auch, ja, eine besondere Bewandtnis hat. Wenn ich ohne Sicherung unterwegs bin, kann und darf ich mir natürlich nicht auch nur einen einzigen Fehler erlauben. Und diese komplette Reduktion der Sicherheit auf das eigene Kletterkönnen, auf die eigene mentale Kraft, macht dieses Free-Solo-Klettern natürlich so radikal. Ja, man kann einfach auch sagen, es ist eine todsichere Angelegenheit. Klangst du einmal daneben, dann ist es einfach vorbei. Und das ist von außen betrachtet natürlich der absolute Wahnsinn. Weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass man das überhaupt kontrollieren kann. Wobei ich schon gleich vorwegnehmen möchte, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Gibt es aber im ganzen Leben nicht. Aber es ist trotzdem für mich als Kletterer wichtig, dass ich so viel Kompetenz habe, mein Kletterkönnen einzuschätzen, dass ich am Ende sagen kann, das kann und das darf ich mir zutrauen, weil ich aus tiefstem Herzen davon überzeugt bin, dass ich diese Schwierigkeiten kontrollieren kann mit meinen Kletterkönnen, genauso wie ich meinen Geist kontrollieren kann. Sodass die Angst abzustürzen mir eben keine übermäßige Nervosität auslöst oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar sowas wie Panik, sondern nichts anderes als wie reine Konzentration. Und man braucht ja hier nur meine Augen betrachten, dann sieht man, meine Augen sind fokussiert auf die wichtige Aufgabe, die gerade ansteht. Und das ist eben der nächste Kletterzug. Und so arbeite ich mich eben Kletterzug für Kletterzug, Meter für Meter nach oben, vom Einstieg hinauf in Richtung Gipfel. Und jetzt ist zwar natürlich dieses Free-Solo-Klettern sehr radikal, aber noch lange nicht etwas, was den gesunden Menschenverstand entbehrt. Weil ich mir natürlich einerseits sagen kann, ich bin ein risikobereiter Mensch, ich bin bereit, Risiken einzugehen, aber nur dann, wenn ich die Risiken genau benennen kann, wenn ich sie kenne, wenn ich die Kompetenz habe, mit ihnen entsprechend umzugehen. Und deswegen bin ich einfach auch kein Hasardeur, der in der Welt der Berge unterwegs bin, sondern einfach jemand, der ganz genau weiß, was im Bereich des Möglichen für mich liegt oder was eben nicht. Weil wirklich gefährlich wird es in dieser Welt der Berge ja letztendlich immer dann, wenn man sich in Gefahr begibt, aber die Kompetenz zur Einschätzung der Gefahr fehlt. Der größte Killer in den Alpen, der die meisten Unfalltoten verursacht, ist immer noch die Lawine. Und das ist tatsächlich eine verdeckte Gefahr. Und es ist so leicht, heute in die Welt des Hochgebirges zu kommen, ohne diese Gefahr der Lawine zu erkennen. Und da kann ich euch sagen, ja, die Lawine, sie fragt gar nicht, ob du erfahren bist oder nicht. Wenn du in einen lawinengefährdeten Hang einfährst und eine Lawine auslöst, dann hast du mit Glück vielleicht nochmal eine Chance, den ganzen beim Ritt nach unten zu entkommen. Aber ich kann euch garantieren, die Lawine wird keine Chance auslassen und die entsprechende Konsequenz herbeiführen. Und da sieht man mal, was wirklich das Gefährliche ist. Immer dann, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo eine die Erfahrung, wo eine die Kompetenz fehlt, Risiken einzuschätzen, dann wird es schlicht und einfach brisant. Und das ist ja zum Beispiel auch beim Bergsteigen so. Wenn ich im normalen Modus, und das sind immer noch 99% in meinem Kletterleben, unterwegs bin, dann bin ich angeseilt. Und dieses Seil, das gibt natürlich Sicherheit. Aber ich kann euch sagen, auch nur dann, wenn man es kompetent bedienen kann, wenn ich weiß, wie ich das Seil sicher richtig verwende. Und das geht auch nur dann, wenn am Ende des anderen Ende des Seiles ein kompetenter Partner ist. Und da habe ich natürlich in meinem Leben schon Glück gehabt, seinerzeit mit meinem Vater unterwegs zu sein. Und dann seit Jahrzehnten bilden mein Bruder Thomas und ich eine stehende Seilschaft. Und da entstehen schon Vertrauensbereiche, weil man ja ganz genau weiß, der Stärken und der Schwächen des jeweilig anderen. Und das versetzt einen auch in die Lage, dass man Stärken kombinieren kann und die Schwächen durchaus auch ausgleichen oder eliminieren kann. Und so erreicht man dann eben als Seilschaft Erfolge, die mit anderen Partnern schwer denkbar wären. Und das Bekannteste, was wir zusammen erreicht haben, war im Zusammenhang mit dem Kinofilm Am Limit der Speed-Rekord an der Nose.
diese 1000 Meter hohe Felspfeiler im kalifornischen Yosemite Valley. Das ist wirklich die berühmteste Felsroute der Welt. Eine unglaubliche monolithische Mauer. Und der Speed-Rekord hat jetzt nichts mit der Drogespeed zu tun, sondern da geht es einfach darum, möglichst schnell vom Einstieg hinaufklettern zum Gipfel. Und das ist jetzt nichts Triviales. 1958 ist die Wand erst begangen worden in 47 Tagen, muss man sich mal vorstellen. 47 Tage war damals der Kalifornier Warren Harding mit seinem Team unterwegs, um sich dann aufzukämpfen. Ich meine, da stellt man sich gleich mal die Frage, was haben die überhaupt gemacht da in der Wand? Aber da sieht man mal, wie schwierig es halt damals war, einer Wand dieser Dimension, dieser Schwierigkeit auch noch halbwegs adäquat zu begegnen. Und dann hat es zum Beispiel tatsächlich nur bis 1975 gedauert, bis die erste Seilschaft in weniger als 24 Stunden durch diesen Nose geklettert ist. Ja, weil sie natürlich von den Pionieren profitiert haben. Wenn man die anderen, die es vorgemacht haben, zuschauen kann, wie es die machen, wenn man sich Dinge abschauen kann, dann entwickeln sich die Dinge natürlich rasant nach vorne. Und deswegen ist es so schwierig, Pionier zu sein. Naja, 75 eben weniger als 24 Stunden. Die schnellste Begehung war dann 1985, dann schon weniger als 12 Stunden. Und den Rekord, den jetzt mein Bruder Thomas und ich unterbieten wollten, der wurde im Herbst 2002 aufgestellt mit 2 Stunden und 48 Minuten. Und das ist jetzt für uns natürlich eine echte Herausforderung. Und warum? Naja, wir sind jetzt nicht unbedingt die Locals. Und wenn mir irgendwas zum Speed-Rekord an der Nose sagen kann, er lag bisher immer in einer amerikanischen Seilschaft, in der Hand einer amerikanischen Seilschaft. Und wenn wir jetzt hier als, ich nenne es jetzt einmal, europäische Alpenkletterer kommen, dann haben wir es tatsächlich mit einer neuen Kletterkultur zu tun. Speed-Klettern ist tatsächlich etwas, was im kalifornischen Yosemite Valley geboren und entwickelt wurde, weil es ein perfekter Platz ist, sich quasi wettkämpferisch zu messen an diesen berühmten Felsrouten. Dass wir jetzt als europäische Kletterer kommen würden, um im Tempo mit den Amerikanern mitzuhalten, das war tatsächlich in den Sternen gestanden. Gut, man kann sagen, wir waren Spitzenkletterer, weltweit anerkannt, egal in welchem Bereich, wir waren richtig gut dabei. Aber würde das auch beim Speedklettern funktionieren? Weil was man sagen kann, was beim Speedklettern definitiv anders ist, dass man, so wie bei uns in den Alpen, als Seilschaft so weit sich fortbewegt, dass einer am Standplatz ist, während der andere vorausklettert. Beim Vorausklettern immer Sicherung unterbringt, dann das Seil einhängt, um dann eben im Falle eines Sturzes aufgefangen werden zu können. Das Ganze macht man dann bis zum nächsten Standplatz, dann wird der Seilzweite nachgesichert. Naja, so kannst du einfach nicht speedklettern. Und warum? Weil ja immer einer am Standplatz rumsteht. Und rumstehen kannst du wirklich jetzt beim Speedklettern nicht erlauben. Du musst halt einfach schauen, dass dieses klassische Bild der Seilschaft auflöst. Und möglichst simultan kletterst, einfach am gestreckten Seil, sagt man, Simulclimbing oder auch indem, dass man mal zwischendrin kurz Halt macht, Seil aufzieht, fixiert, dass der Seilzweite autark mit so Seilklemme nachklettern kann, wenn der Erste schon wieder sich auf die nächste Strecke nach vorne, nach oben auf den Weg macht. Und das waren für uns völlig neue Taktiken, neue Sachen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen. Eben nur sagen, auch wenn es für uns so war, dass wir uns quasi freiwillig zu Anfängen gestempelt haben als Speedkletterer, während wir sonst im Alpinismus im vorderen Bereich zu finden waren, ja, es ist wiederum auch eine hervorragende Chance, etwas Neues zu erlernen. Und ich kann auch sagen, im Nachgang habe ich festgestellt, diese Speedklettern, diese Techniken und Taktiken, die verwenden wir bis zu einem gewissen Maß heute selbst in den großen Bergen der Welt. Man sollte es immer als Chance betrachten, etwas Neues zu beginnen, auch wenn man mal zwischendrin auf Anfängerniveau ist.
Und wir haben ja in Vorbereitung, das haben wir ja gesehen, uns mit dem Thema auseinandergesetzt, haben versucht, uns da zu adaptieren, neue Dinge zu erlernen. Aber es geht ja letztendlich darum, dass man es auch an der 1000 Meter hohen Wand des El Capitan an eben dieser Nose umsetzt. Und die ist einfach von der Dimension her schon gewaltig. 3 Kilometer breite Wand, 1000 Meter senkrechte Granit. Und man kann es so von der Struktur schon erkennen, extrem monolithisch. Sehr wenig Struktur an der Oberfläche zu finden. Da haben wir eben auch sehr viel mit Rissen im Granit zu tun, was das Ganze auch nicht wirklich leicht macht. Ja, das ist eigentlich genau die Herausforderung. Wir haben es mit einer Vielzahl von neuen Themen zu tun. Und das war dann die Marschroute der Nose. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, wenn es ideal auf der Rekordzeit 2 Stunden 40 Minuten. Das heißt, wir wollten den Rekord halt irgendwie verbessern. Haben uns dann einmal so kalkuliert gegenüber den Kletterzeiten von anderen, was wir so an Durchgangszeiten haben sollten. Das ist zum Beispiel die Wandmitte mit dem Kingswing, 1 Stunde und 5 Minuten. Weil da kann ich euch sagen, wenn wir dann das erste Mal durch diese Wand geklettert sind, 1 Stunde und 5 Minuten, da waren wir ja hoffnungslos weit weg. Da waren wir da unten, wo wir nach 20 Minuten schon sein wollten, schon 1,5 Stunden unterwegs. Und da muss man sagen, naja, da hätte man eigentlich schon nach unserer Berechnung da oben sein müssen. Und das ist ja irgendwie schon frustrierend, weil wir so ferner liefen, so weit weg vom Ziel ist, nachdem wir uns trotzdem gut vorbereitet haben. Aber man, irgendwo muss man halt auch feststellen, das ist vielleicht so wie an der Streif am Hahnenkamm, du kannst nicht beim ersten Mal voll runterhorzen, weil du die Routen noch nicht kennst, die Piste noch nicht kennst. Und so ist es beim Klettern fast noch mehr zu betrachten. Wir brauchen unsere Zeit, um diese ganzen Tausenden von Kletterzügen von der Nose kennenzulernen. Und deswegen heißt dieser erste niederschmetternde Versuch, da haben wir 10,5 Stunden, bis da oben raus braucht, naja, das ist kein Grund, um dieses Projekt hinzuwerfen. Wir dürfen nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern wir müssen dranbleiben. Und so haben wir es eben auch gemacht. Wir sind auf der Rückseite des Berges dann hinuntergewandert. Da kannst du gemütlich runtersteigen. Haben einen Tag Pause gemacht und natürlich sind wir wieder eingestiegen. Beim zweiten Mal ist es auch besser gegangen. Da haben wir schon nur noch 7 Stunden gebraucht. Wieder einen Tag Pause gemacht. Der dritte Versuch bei 5,5 Stunden. Und so haben wir jetzt quasi in diesem Turnus weitergemacht. Einen Tag durch die Nose klettern, einen Tag Pause und versucht, immer schneller zu werden. Und aus den 5,5 Stunden wurden 5 Stunden 10 Minuten und 4 Stunden 50. Ja, langsam, aber sukzessive haben wir uns da fortentwickelt. Und was ja bei dem Prozess auch immer wieder mal passiert ist, das sieht man auf diesem Bild. Naja, die Nose ist eine weltberühmte Route. Und da haben natürlich einen Haufen Kraxler im Yosemite Valley, die eben auch diese Nose klettern wollen. Und jeder, der die Erfahrung hat, der das Können hat, der hängt dann auch in der Tour da drin. Und das ist jetzt nicht so wie auf der Straße, dass es da Überholspur gibt, da wo du nur mal schauen musst, ob die Spur frei ist, sondern, naja, wenn man jetzt zum Beispiel hier dieses Risssystem sieht, das ist ein singuläres Risssystem. Du musst irgendwie mit dieser einen Rissspur klarkommen, dass man irgendwie doch durch die andere Seilschaft durchklettert. Und da haben wir schon mal gespannt, dass wir da durchaus Verwirrung stiften, wenn wir dabei zum Überholen ansetzen, und haben es uns deswegen dann schon immer zum Usus gemacht, die Jungs jeweils vorzuwarnen, damit sie einfach wissen, was auf sie zukommt. Und da hält man halt dann 10 Meter, bevor man den unten der Seilschaft erreicht man ganz kurz O und gibt nach oben Bescheid. Hey, you guys up there, we are on speed. Dann kam aber von diesen Jungs eine relativ lustige Antwort. Weil die offensichtlich schon gewusst haben, dass es da keine amerikanische Speedkletter-Seilschaft auf dem Weg nach oben ist, sondern die Huber-Burm. Und deswegen die Antwort von ihm dann nicht auf Englisch, sondern: Was hast du gesagt? Seid ihr auf Drogen? Habe ich gesagt, ja, nein, nicht auf Drogen. Schnell sind wir halt am Weg. Dann hat er gefragt, ja, wie schnell seid ihr denn am Weg? Habe ich gesagt, ja, mir 2 Stunden. Dann hat er gemeint, ja, wir schon 2 Tage. Ja, dann war er schon am Überholen, gell? Dann hätte er doch tatsächlich gemeint, ich sollte ihm ein bisschen beibringen da mit dem Speedklettern, damit es bei uns auch ein bisschen schneller wird. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, habe ich keine Zeit. Speedkletter geht es um jede einzelne Sekunde.
Und dann war sie auch so, so schnell wie wir in dem Blickfeld hineingeklettert waren, so schnell waren wir auch wieder weg. Haben gar nicht mehr nachfragen können. Und ich kann nur sagen, nein, wir waren halt auch wirklich schnell schon unterwegs. Es war tatsächlich da so ein Versuch, da wo wir nur noch wenige Minuten, mehr als 3 Stunden gebraucht haben, als wir den Ausstieg erreicht haben. Und das war für uns eben auch so ein Moment, wo wir entschieden haben, vielleicht sollten wir einmal die Strategie wechseln. Strategie bis zu dem Zeitpunkt war schlicht und einfach, dass wir bei jedem Versuch geschaut haben, dass wir neue Dinge erlernen. In Sachen Technik und Taktik, dass wir immer wieder neue Dinge ausprobiert haben. Wir waren am Experimentieren. Und jetzt waren wir aber der Überzeugung, wir haben bereits unseren Masterplan an Techniken und Taktiken, mit denen wir vielleicht sogar schon zum Erfolg kommen können. Und deswegen Änderung der Strategie. Wir tun jetzt nicht weiter experimentieren, sondern steigen jetzt einfach ab ins Tal. Da machen wir nicht nur einen Tag Pause, sondern 2 Tage Pause, um erholter zu sein. Und dann gehen wir mit dem Masterplan zurück zu der Wand und versuchen, den dann halt einfach umzusetzen. Vielleicht nur nicht mit 100% Speed, sondern sagen wir 98%, um so eine Feinkommunikation betreiben zu können, um die Feinjustierungen dann noch vorzunehmen. Ja, und dann schauen wir halt einfach mal, wo wir dabei rauskommen. Das ist im Endeffekt, sagen wir mal, so ein halbscharfer Versuch oder man kann auch sagen Standardbestimmung. Genau mit dem Ziel stehen wir eben nach 2 Tagen Pause wieder unten am Einstieg, schauen wir nach oben, bereiten uns für den Durchstieg vor. Das heißt, wir binden uns ein Seil ein und während sich der Thomas ins Seil einbindet, habe ich nach oben geschaut und ob dann Thomas einfach nur den Satz formuliert, ja, ich bin ja gespannt, wer heute das Rennen gewinnt. Und dann hat der Thomas nicht genau gewusst, auf was ich da raus möchte. Und dann habe ich gesagt, schau halt rauf. Und dann schaut der Thomas rauf und dann sieht er was, was man jetzt natürlich auf seinem digitalen Bild nicht erkennen kann, aber da ungefähr 150 Meter unter dem Ausstieg der Nose an einem kleinen Felsband waren 2 klitzekleine schwarze Punkte. 2 gute alte Bekannte. Und da hat der Thomas dann gesagt, gut, die holen wir uns. Und dann kann ich nur sagen, ich habe an Thomas angezeigt, 5, 4, 3, 2, 1 und los ist es gegangen, dieses vertikale Rennen. Wobei jetzt natürlich sagen muss, es war ja kein faires Rennen. Weil der Thomas rasen jetzt voll Gas senkrecht diese Wand auf, während ja, die Schweizer natürlich keine Ahnung gehabt haben, dass sie sich überhaupt in einem vertikalen Rennen befinden, weil die sitzen immer noch da oben im Biwak. Und wenn du natürlich da oben gemütlich im Biwak sitzt und nur noch 150 Meter zum Klettern hast, an diesem letzten Klettertag, dann lass es einmal relativ gemütlich angehen. Aber das mit dem gemütlich angehen, das war dann auf einmal vorbei, als der Thomas und ich da mit einem Mal über dieses Dach geklettert waren und damit wieder in ihr Blickfeld gekommen waren. Na, da haben sie schon gesehen, die haben schon wieder schnell am Weg. Und die wollten natürlich nicht nochmal überholt werden. Und deswegen haben sie dann ganz schnell einen Biwakplatz zusammengeräumt, alles in die Transportsäcke eingepackt. Aber ich kann es gleich sagen, die haben dann nicht einmal mehr zum Losklettern gekommen, da haben wir schon wieder vorbeigerauscht. Könnt ihr euch vorstellen, wie konsterniert diese Burschen waren? Ich meine, die haben zum zweiten Mal schon wieder überholt worden von uns. Und das aber auch eben noch von der gleichen Seilschaft. Und von unserer Seilschaft, die 2 Tage im Tal unten Pause mittendrin verbracht hat. Also glaube ich, kann man schon sagen, schwerste Verwundungen auf der Kletterseele. Wobei man sagen muss, naja, Thomas und ich haben halt dann den Ausstieg erreicht. Wir haben uns dann auch die 4 Stunden Zeit genommen, um auch das Ankommen der Schweizer zu erwarten. Und ein gemeinsames Gipfelfoto hat es dann natürlich auch glücklich gemacht. Und eben auch die Erklärung, das war jetzt praktisch schon Rekordtempo. Es haben wirklich nur ganz wenige Minuten zum Rekord gefehlt. Und da haben wir gewusst, der Masterplan, der passt. Wir müssen jetzt einfach nur eine vollständige Pause machen. 4 Tage Pause, um wirklich voll erholt zu sein. Und dann kommen wir zurück und dann werden wir den ersten voll scharfen Versuch setzen. Und das ist natürlich dann schon eine spannende Geschichte. Wenn es jetzt dann tatsächlich der erste scharfe Versuch wird. Der erste scharfe Versuch, da wo es eben nicht eine Vorbereitung ist, sondern um die Sache selbst geht. 5, 4, 3, 2, 1, ab! Oh.
und ein bisschen sieht man es auch so vom Klettern her. Die Bewegungen sind ein bisschen eckig, da ist Nervosität im Spiel, bis man mal so ein Rennen reinkommt. Man merkt, der scharfe Versuch ist immer mit mehr Adrenalin verbunden. Aber es dauert dann so gute 200 Meter und dann haben wir auf einmal mittendrin im Rennen. Dann sind wir Vollstoff unterwegs, dann beginnt es zu rauschen. Ja, und da sind wir jetzt an dem berühmten Kingswing, die Wandmitte. Und das Besondere an der Kletterstelle ist, dass ich hier nach oben geklettert bin, am oberen Ende von der sogenannten Bootfleck zum Stehen komme. Das ist diese stiefelförmige Felsschuppe. Und ja, mein Bruder klettert eben hier gar nicht die von mir gewählte Linie, sondern er quert hier links aus, um auf der Stiefelspitze zum Stehen zu kommen. Und da klettert er auch gar nicht weiter, sondern man sieht es im rechten Bild, er hängt sich ins Seil hinein und er beginnt jetzt der Wand entlang nach links und nach rechts zu laufen und mit einem immer größeren Pendelausschlag die Fortsetzung der Route zu erreichen. Und das ist der Riss hier links drüben. Und das ist eben der berühmte Kingswing. Die bisherigen Rekordhalter haben den Punkt nach einer Stunde und 10 Minuten erreicht, wir nach einer Stunde und 9 Minuten. Und das heißt, wir sind auf Rekordkurs unterwegs. Ja, eine Minute Vorsprung. Ich meine, die Frage ist, ist es früher, ist es weniger, aber naja, im Endeffekt ist natürlich die Dimension der Wand groß und von dem her sind wir uns sehr wohl bewusst, dass wir jede einzelne Sekunde dieses Vorsprungs zu verteidigen haben. Und dann wird das Klettern ja immer anstrengend mit der zunehmenden Müdigkeit. Und trotzdem muss... Zum Fuß weh, du? Nein. Und trotzdem hätte man drüber müssen. Aber man sieht sie, wie gewonnen, so zerronnen, mit Vorsprung unterwegs, gestürzt und schon ist es vorbei. Und man hat vielleicht auch die Dramatik der Situation mitbekommen und die Dramatik war nicht, dass er gestürzt ist, dafür haben wir das Seil, wir sind gesichert, wir sind so gesehen auch sicher unterwegs, aber bei seinem 15 Meter langen Sturz hat der Thomas diesen Absatz hier mitgenommen. Das ist jetzt kein waagerechter Absatz, aber doch eine Wandpartie, die nicht ganz senkrecht ist. Für ihn wie ein Katapult gewirkt. Es ist ja nichts Großartiges dabei passiert, aber doch Prellungen. Wir haben ohnehin dann 15 Minuten zum Reorganisieren gebraucht, sind dann einfach noch irgendwie hinausgeklettert, nicht mehr an der Full Speed. Da kann man sagen, ja, ziemlich schnell ist uns bewusst geworden, es geht hier gar nicht darum, dass wir den Versuch jetzt versemmelt haben, also, sondern es wird noch viel mehr sein. Aber beim Jürgen habe ich schon gemerkt, heute bloß ist es nicht. Ja, und das merkt man dann vor allem beim Abstieg. Naja, die Prellungen treten immer mehr zutage. Solange man noch voll in Aktion ist, spürt man das gar nicht so. Und so richtig klar war es dann am nächsten Morgen, dass der Thomas keine Chance mehr hat, hier weiter mitzumischen. Und das ist natürlich irgendwie schon dramatisch, weil es dauert mindestens 4 bis 6 Wochen, bis die Prellungen so weit ausgeheilt sind, dass man voll schmerzbefreit aufklettern kann. Und wir sind jetzt halt eigentlich Mitte Oktober im perfekten Zeitpunkt, die Yosemite Valley, um uns den Rekord zu holen. Wenn wir jetzt 6 Wochen warten, dann ist der Winter da. Keine Chance mehr, an den auszuklettern. Und das heißt für uns, wir werden den Rekord nicht schaffen. Und das wirklich Bittere für uns war, dass wir davon geträumt haben, nachdem das ja kinoformatmäßig dokumentiert wurde, dass das am Ende auch ein großartiger Film mit einem großartigen Erfolg auf der Leinwand sein sollte. Und genau das Gegenteil davon ist gekommen. Monate später, Ende März 2007 war das, ist der Film der Öffentlichkeit präsentiert worden und natürlich haben wir diesen Erfolg bis dahin nicht erfüllen können. Und da sind wir natürlich auch gern gefragt worden, wie ist denn das, Herr Huber, wenn man so einen Film über das Scheitern der Öffentlichkeit präsentieren muss? So, ja, schon hat die Frage, gell? Aber ich habe ehrlich gesagt diese die Frage sehr sportlich nehmen können. Und warum?
Weil ich tief in mir drin gespürt habe, das ist kein Film über Scheitern. Weil wenn es ein Film über Scheitern sein sollte, ja, dann müssen die aber schon gescheitert sein. Und da habe ich immer noch gesagt, schauen Sie den Film an, da werden Sie am Ende des Filmes sehen, und die Worte sind sehr bewusst gewählt, Alexander und Thomas werden so lange in Yosemite Valley fahren, bis sie sich ihren Traum erfüllt haben. Und genau das haben wir natürlich da. Weil wir gespürt haben, dass wir rein prinzipiell in der Lage sind, uns diesen Rekord zu holen. Und gescheitert sind wir erst dann, wenn wir uns aufgegeben haben. Und genau das war eben nicht der Fall. Und 6 Monate, nachdem der Film in den Kinos zu sehen war, waren wir schon wieder unterwegs in Richtung Yosemite Valley, um eben unseren Rekord zu holen. Na, falsch gesagt, er hat uns noch gar nicht gehört. Aber das war das Objekt unserer Begierde. Und das für uns Wichtige war, dass wir aus den gemachten Fehlern lernen. Und der Kardinalfehler vom Jahr zuvor war vielleicht, dass wir zum Thema Sicherheit uns nicht ordentlich auseinandergesetzt haben, weil das Hauptaugenmerk einfach der Speed war. Und deswegen haben wir uns jetzt ein Jahr später, nach diesem, naja, doch herben Rückschlag, intensiv Zeit genommen, um die Platzierung der Sicherungsmittel zu optimieren. Damit wir einerseits minimal viel Material brauchen, und wir haben das Ganze tatsächlich noch einmal um 1 Kilo reduziert, Gewicht macht einen langsam, und zum anderen natürlich auch sicher, sodass nicht nur fatale Stürze zweifelsfrei ausgeschlossen werden können, sondern auch Verletzungsstürze, und da muss man natürlich viel Zeit investieren. Und wenn man jetzt meint, es wäre nur faules Abflacken im Staub des Kletterer-Campgrounds, Camp 4, da täuscht sich auch. Auch das ist Vorbereitung. Und wenn man mal ein bisschen in diesen Gesichtsausdruck sich hineinversetzt, dann kann man sich vielleicht schon vorstellen, was da gerade abgeht in meinem Schädel. Ja, da läuft ein Film vor meinem inneren Auge. Ich visualisiere die einzelnen Kletterzüge von der Nose. Und was kann das bringen? Ja, wenn ich jeden einzelnen Kletterzug, jede einzelne Platzierung der Sicherungsmittel bereits in Gedanken abrufen kann, ja, dann brauche ich dann immer, wenn ich in der Wand unterwegs bin, mir Gedanken darüber machen, wo ist der nächste Griff? Das weiß ich auswendig. Und mit dieser Antizipation spare ich mir vielleicht nur ein paar Zehntelsekunden pro Kletterzug. Aber die Summe der 4000 Kletterzüge der Nose macht es dann zum entscheidenden Unterschied. Und so kehren wir bestens vorbereitet zurück zum Einstieg der Nose und hoffen, dass wir dieses Mal das gewisse Quäntchen Glück haben. Aber wir merken schon, die Vorbereitung, sie ist besser. Wir sind profunder vorbereitet. Wir sind schneller unterwegs und bereits nach 1 Stunde und 5 Minuten haben wir den Kingswing erreicht. Das heißt jetzt nicht nur 1 Minute Vorsprung, sondern 5 Minuten. Aber anders wie im Jahr zuvor, keine Euphorie. Denn wir haben gelernt, dass das Wichtigste immer noch ist, dass wir vor allem sturzfrei den Ausstieg erreicht haben. Und das heißt für uns jetzt konzentriert bleiben. Bis zum letzten Meter. Thomas, Ziergo, da habe ich ja offensichtlich schon das Ende der senkrechten Wand erreicht, aber das ist tatsächlich noch gar nicht einmal das Ziel. Erstens müssen wir sowieso immer als Seilschaft komplett das Ziel erreicht haben, und das andere ist, dass das Ziel noch einmal 20 Höhenmeter weiter oben ist. Es ist definiert als der erste große Baum der Gipfelhochfläche des El Capitan, und diese 20 Meter, die kosten uns noch mal letzte Kraft, vor allem weil wir sehr viel Kraftverlust hatten, mussten das Tempo reduzieren und hatten eben auch ein Stück weit Angst, vielleicht doch nicht die 5 Minuten Vorsprung ins Ziel retten zu können, vielleicht sogar den Rekord zu verlieren. Ich touchiere jetzt da den Baum, der Thomas touchiert jetzt da den Baum, und die Zeit wird für uns dann gestoppt bei 2 Stunden, 45 Minuten und 45 Sekunden. Da kommen wir jetzt einmal feststellen, naja, die Zeit, den Vorsprung haben wir nicht ins Ziel retten können, aber ich sage euch, das ist völlig egal. Wie viel Vorsprung da ist, völlig egal. Weil am Ende spürst du das, dass ein Rekord einfach ein Rekord ist. Dass du es einfach geschafft hast. Und das heißt, dass die ganze Anspannung, die einem vor und während der Begehung begleitet hat,
einfach verschwindet. Und da kann ich euch nur sagen, da ist es wirklich an der Zeit, diesen Moment zu genießen. Einfach in dem Moment zu leben. Nicht ans Morgen drüber nachzudenken oder was gestern war, sondern einfach diesen Moment tief im Herzen aufnehmen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir in die Berge gehen. Weil wir uns damit Erinnerung verschaffen, die einen richtig tiefgehend prägen. Da, wo man eben genau weiß, warum man so viel investiert. Weil es besondere Seiten im Buch unserer Erinnerungen sind. Und die einen tatsächlich im Leben prägen. Und ich kann nur sagen, als wir da oben waren und gewusst haben, wir haben es geschafft, das war einfach genial. Ja, es ist jetzt ein ganz unglaublich. Das war genau derselbe Platz, wo ich damals da gelegen bin nach dem Sturz. Und heute sitzen wir da, genau an demselben Platz, und wir können den großen Erfolg feiern. Jetzt haben wir es. Und für uns ist es auch mit Sicherheit das Ende vom Speedklettern. Es ist einfach so radikal und so gefährlich. Und man braucht es nicht immer. Ja, man braucht es nicht immer. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigen Worte, die ich heute hier noch anbringen will. Naja, es ist natürlich sehr schön gewesen, auch sehr exemplarisch, zu diesem Erfolg zu kommen. Mit Rückschlag, nicht liegen bleiben, wieder aufstehen, es noch einmal versuchen. Und ich habe ja persönlich auch gelernt, je mehr man in so ein Projekt investieren muss, umso schöner ist es dann, wenn man es am Ende erreicht. Aber ich muss auch wiederum sagen, ja, ein Erfolg, was ist schon eher ein Erfolg? Ich finde, ein Erfolg ist immer vor allem etwas sehr Persönliches, etwas auch sehr Relatives. Es heißt nämlich nicht, dass nur ein Olympiasieger oder ein Weltmeister im Sport erfolgreich wäre oder ein Konzernlenker, einer, der im Beruf erfolgreich geworden ist. Sondern Erfolg heißt, dass man sich Ziele setzt und die dann erfolgreich erreicht. Und da kann ich eben sagen, zum Beispiel ist mein Vater aus meiner Sicht genauso ein erfolgreicher Bergsteiger, wie mein Bruder Thomas und ich es sind. Klar, er hat nie einen 8000er bestiegen, er hat nicht die schwierigsten Wände der Welt erklettert, auch nicht den 10. oder 11. Grad, aber er hatte zu seiner Zeit sehr wohl seine engagierten Ziele. Und wenn ich heute mit seinen 82 Jahren oben in der Welt der Berge sehe, dann sehe ich einfach ein Leuchten in seinen Augen. Er ist einfach ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Und da oben in dieser Welt der Berge ist er glücklich geworden und hat eben das Ganze auch realisiert mit seinen sehr persönlichen Erfolgen, die er in der Welt der Berge gesammelt hat. Und da kann ich natürlich auch noch sagen, das Gute für uns alle gemein, mei, Erfolge sind immer schön, sind aber nicht immer auf der Seite. Aber da gibt es auch eine gewisse Einstellung von mir, die besagt, naja, Erfolg kannst du nicht immer haben. Aber wenn du nur richtig droh bleibst, dann kann man schon sagen, hast irgendwann einmal wieder das Glück, zu einem Erfolg zu kommen, das Glück der Tüchtigen. Und in der Hinsicht sage ich einfach nur, bleibt's dran, lasst nicht los, und irgendwann ist dieses Glück auch auf einer Seite. Und dann wünsche ich euch viel Glück bei euren Projekten. Herzlichen Dank.